Heute ist der 9. Februar 2018 und ich spreche mit einer Kandidatin für Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt und Frau Wessler. Sie sind von der Linke Partei. Können Sie mir kurz sagen, wofür Linke Partei so steht? Ja, die Linke steht vor allem für mehr soziale Gerechtigkeit und für eine Umverteilung von oben nach unten. Das heißt also, dass der Reichtum in dieser Gesellschaft besser verteilt wird. Ja, wir stehen für eine sozial gerechte Bildungspolitik, für Umweltschutz und für eine friedliche Politik. Okay. Jetzt wollen Sie Oberbürgermeister werden in Frankfurt. Was würden Sie besser tun als der jetzige amtierende Bürgermeister Peter Feldmann? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass der jetzige Oberbürgermeister zwar die Probleme anspricht, aber er löst sie nicht. Also er sagt, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, aber er tut viel zu wenig, um das auch wirklich durchzusetzen. Und deswegen finde ich, muss man die Frage stellen, wer hat eigentlich Priorität in dieser Stadt? Ist Frankfurt eine Stadt der Banken, der Spekulanten, der Konzerne? Oder ist Frankfurt eine Stadt, in der alle Menschen gut leben können? Und deswegen ist insbesondere die Frage des bezahlbaren Wohnraums natürlich eine ganz entscheidende Frage, wo mehr passieren muss. Da muss man eben zum Beispiel die städtische ABG dazu auch zwingen, viel mehr Sozialwohnungen zu bauen, als das im Moment der Fall ist. Wir brauchen günstigere Busse und Bahnen und wir müssen endlich die maroden Schulen sanieren. Also da gibt es eine ganze Menge, was man tun muss. Dafür muss man Geld in die Hand nehmen und dafür muss man sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Investor anlegen. Okay, also Sie haben ja eine Reihe von Problematiken dargestellt und was würden Sie tun und für was eben Sie was gesagt haben, für Wohnungen, für die weniger verdienenden Leute? Also mehr Sozialwohnungen bauen ist natürlich eine wichtige Sache, also dass eben nicht immer mehr private Luxuswohnungen gebaut werden, Eigentumswohnungen, nicht immer neue Bürotürme entstehen, sondern dass der Platz genutzt wird, um eben mehr öffentlich geförderte Wohnungen zu schaffen. Das ist was sehr Konkretes. Man muss den Leerstand in der Stadt nutzen. Man muss zum Teil auch Bürogebäude umbauen zu Wohnraum, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich darauf achten müssen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ja auch Teilhabe zu haben, also eine Teilhabe an dieser Stadt zu haben, dass alle Menschen Busse und Bahnen nutzen können. Und jetzt ist es so, dass wenn man nach Frankfurt fährt, in die Innenstadt und zurück, kostet das 5,50 Euro. Und das ist natürlich auch ein Preis, den sich viele Menschen nicht öfter leisten können. Von daher muss man sehen, dass man allen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen ermöglicht, dass sie zum Beispiel Busse und Bahnen nutzen können. Also da hat Frau Eskandari Grünberg auch einen Plan, sozusagen 365 Euro Tickets, Jahrestickets für die Bürger. Was sagen Sie dazu? Na, das wäre ja schon ein ganz guter Anfang, aber ich finde, also unsere Perspektive ist, dass wir perspektivisch auch über Nulltarif im ÖPNV reden wollen. Das heißt, wir wollen die Finanzierung so umstellen, dass Menschen Busse und Bahnen kostenlos nutzen können. Das ist jetzt sicher nichts, was man von heute auf morgen umsetzen kann, aber das fände ich perspektivisch wichtig, weil wir müssen den Automobilverkehr in der Stadt reduzieren, damit der Lärm, die Schadstoffe, die Abgase reduziert werden. Da muss dringend was passieren, auch um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und deswegen glaube ich, dass das mittel- und langfristig gesehen günstiger ist, den ÖPNV auszubauen und auch die Tickets billiger zu machen. Das ist günstiger, als langfristig die Folgekosten des Automobilverkehrs zu finanzieren. Also nächst 6 Jahren ist eine Periode für einen Oberbürgermeister. Wie viel Geld werden Sie für den öffentlichen Verkehr ausgeben? Ja, ich finde, wir müssen über die Art der Finanzierung reden. Also im Moment haben wir ja die Situation, dass der RMV sich größtenteils über die Beiträge der Fahrgäste finanziert und nur zu einem kleineren Anteil über Steuermittel. Und ich finde, als erstes muss der Anteil an Steuermitteln erhöht werden, dann kann man auch die Fahrpreise senken. Und das zweite ist, dass man eine Umlagefinanzierung
wollen wir gerne einführen. Also zum Beispiel, dass auch Unternehmen sich beteiligen an den Kosten des RMV und an den Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt also, wir würden gerne die Finanzierung umstellen und damit anfangen. Also soweit ich gehört habe und Frankfurt fehlt in diesem Jahr mindestens 500 Millionen in der Finanzierung. Und wo können Sie noch, noch 500 Millionen, also müssen die noch mehr Geld leihen, also wo wir jetzt auch schon Einkommen 5 Milliarden jetzt schon Geld geleiht haben, oder? Naja, also ich finde, also zum einen ist es schon so, dass man die Einnahmen der Stadt erhöhen muss. Das kann man zum Beispiel machen, indem man die Gewerbesteuer anhebt. Das kann die Stadt alleine entscheiden und das kann die Stadt tun, damit die Unternehmen in dieser Stadt auch mehr sich an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligen. Natürlich treten wir auch auf Bundesebene dafür ein, dass es eine Vermögensteuer gibt, eine stärkere Besteuerung von Erbschaften. Das kann die Stadt nicht durchsetzen, aber dafür kann die Stadt sich stark machen. Und ja, ich finde für Investitionen, natürlich müssen dafür Kredite aufgenommen werden. Also es ist ja nur dann ein Problem, wenn die Stadt die laufenden Ausgaben aus Krediten oder Schulden finanziert. Aber wenn die Stadt Kredite aufnimmt, um den ÖPNV auszubauen, um die Schulen zu sanieren, neue Schulen zu bauen, ist das überhaupt kein Problem, weil damit ja neue Werte geschaffen werden. Und deswegen finde ich, muss man beides tun. Für Investitionen kann man Kredite aufnehmen, aber eben auch die Einnahmen in der Stadt müssen erhöht werden. Also wenn man sich überlegt, welche großen Geschäfte in dieser Stadt gemacht werden und wie viel Geld hier verdient wird, insbesondere in den Bankentürmen, dann muss die Stadt da einfach viel mehr abschöpfen, auch über eine andere Steuerpolitik. Also von welcher Steuer lebt man die Stadt, also die Stadtfinanzierung? Von welcher Steuer? Ja, hauptsächlich. Naja, hauptsächlich sind die Steuereinnahmen der Stadt ja die sogenannten Verbundsteuern, also die Steuern, die zum Beispiel aus Einkommen erhoben werden. Also die gehen ja an den Bund, an die Länder und eben an die Kommunen. Das ist ein großer Anteil, also das sind natürlich Steuern, die jetzt nicht auf die nicht auf kommunaler Ebene erhoben werden, sondern das sind Bundessteuern. Es gibt aber eben auch die Gewerbesteuer in Frankfurt, wo die Hebesätze eben selber festgelegt werden können. Aber es gibt verschiedene Steuerquellen, also es gibt verschiedene, aber die größte Anteil haben die Verbundsteuern. Also Gewerbesteuer, ist in Frankfurt nicht höher genug? Nee, die war mal höher. Das war mal höher. Mhm. Also jetzt ist es niedriger geworden. Die ist gesenkt worden, ja. Und wie viel Prozent ist es jetzt zurzeit? Ja, das sind Punkte. Also momentan ist die Gewerbesteuer bei 460 Punkten und unter dem Oberbürgermeister Wallmann war sie bei 490 Punkten. Das wäre eine eher moderate Erhöhung, wo man aber, finde ich, schon ansetzen kann. Also ich finde, das ist eine Sache, aber natürlich müsste man sich eben auch auf Bundesebene für eine andere Steuerpolitik einsetzen, weil da liegt ja eigentlich der Schlüssel. Wenn 45 Menschen in diesem Land so viel besitzen wie die Hälfte der Menschen, die hier leben, dann muss man ja eigentlich darüber reden, wie man hohe Vermögen besser besteuert, hohe Einkommen besser besteuert, Unternehmen besser besteuert. Also das sind natürlich Sachen, die auch bundespolitisch sich ändern würden. Und da würde ich mir wünschen, dass Frankfurt eine laute Stimme wäre, die sagt, wir brauchen bundesweit eine Umverteilung. Also Sie sind jetzt ja auf Bundebene, aber wir sind doch hier in Frankfurt. Also ja, genau. Auf einer Frankfurt-Ebene, was kann man machen? Ich meine, ja, habe ich ja gesagt, die Gewerbesteuer erhöhen. Sie haben mich ja nur gefragt, was die größten Anteile, Sie haben mich gefragt, woher die meisten Steuereinnahmen kommen und deswegen habe ich Sie auf die Bundesebene verwiesen. Aber was Frankfurt selber machen kann, ist die Gewerbesteuer, das hatte ich ja erwähnt. Haben Sie keine Angst, dass die Unternehmen dann vielleicht zu einem anderen Gemeinde gehen? Nein, das glaube ich nicht. Unser Börse, Frankfurter Börse, das ist auch nicht mehr in Frankfurt. Das ist ja Eschborn. Ja. Das ist auch wegen der, oder? Das ist nicht wegen Gewerbesteuer oder ist anders gedacht? Haben Sie da. Ja, also ich glaube, dass diese Angst so nicht berechtigt ist, weil es geht ja nicht darum, jetzt horrende Steuersätze, sondern es geht um eine moderate Erhöhung, die es unter einem CDU-Oberbürgermeister schon mal gab. Also von daher glaube ich, dass der Standort Frankfurt für viele Unternehmen so wichtig ist, dass sie deshalb nicht aus Frankfurt weggehen. Aber wir haben auch das Konzept, dass wir sagen, eigentlich müsste die Gewerbesteuer, das kann man nicht alleine in Frankfurt machen, weiterentwickelt werden zu einer Gemeindewirtschaftssteuer, die auch
eher einheitliche Hebesätze hat. Weil das ist natürlich ein Problem, wenn die, wenn Konzerne und Unternehmen einzelne Kommunen gegeneinander ausspielen können um die niedrigsten Steuersätze. Deswegen bräuchten wir hier eigentlich eine Harmonisierung. Auch dafür setzen wir uns ein. Aber ich glaube, wenn Frankfurt jetzt moderat die Gewerbesteuer erhöht, dann ist das durchaus möglich. Und man muss ja auch überlegen, wer ansonsten das finanzieren soll. Also wir haben marode Brücken, wir haben marode Straßen, die Schulen vergammeln an vielen Orten vor sich hin. Also es muss ja irgendjemand finanzieren und die Unternehmen haben ja auch was davon, dass es eine gute Infrastruktur gibt und deswegen finde ich, können sie auch angemessen Steuern bezahlen. Okay, super. Das ist so weit zu der Steuer und Stadtfinanzierung. Und es gibt so ein kleiner Brennpunkt hier in Frankfurt, das ist Bahnhofviertel und die Drogenproblem und ja, was würden Sie da tun? Und, ja, ich finde, wer Armut und Elend im Stadtbild nicht sehen möchte, der muss was gegen Armut und Elend machen. Und es gibt den schönen Satz, Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik. Damit sage ich nicht, dass jede Straftat oder jedes Verbrechen jetzt mit sozialen Umständen begründet werden kann. Sicher nicht, aber das hat eben auch einen großen Anteil. Und deswegen glaube ich, muss man an die Ursachen ran. Also im Moment wird immer nur diskutiert, mehr Videokameras, mehr Polizei, Alkoholverbotszonen. Also man redet immer nur über eine Verlagerung des Problems, aber man geht nicht an die Ursache ran. Und ich glaube, wichtig ist, dass Frankfurt seinen Weg, den er Frankfurt immer gegangen ist in der Drogenpolitik, nämlich einen liberalen Ansatz, den weiter zu verfolgen. Also dass man eben nicht Drogenabhängige kriminalisiert und bekämpft, sondern dass man ihnen Hilfsangebote gibt und eine liberale Drogenpolitik macht. Und ich finde, wir brauchen Streetworker, wir brauchen Angebote für Drogenabhängige, aber auch für Obdachlose, gute Unterkünfte. Ich glaube, da muss man ansetzen. Es gibt doch irgendwie einen Druckraum da. Ja. Und waren Sie auch schon mal da? Vor ewigen Zeiten. Ich habe mal jemanden gekannt, der da gearbeitet hat. Okay, aber also das ist lange her. Lange her, okay. Also Sie sind in dem Sinne, können da nicht was sagen, in dem Sinne, weil sie ja nicht da gewesen ist. Und auch wegen die, sozusagen die kleine Kriminalität, wahrscheinlich ja, haben Sie auch nicht vieles gesehen, oder? Wie meinen Sie das jetzt, also was ich da gesehen habe? Bahnhof, also sozusagen die Drogendealer und so weiter. Naja, ich bin natürlich regelmäßig auch im Bahnhofsviertel, natürlich. Also ich meine, ich bin ja recht häufig am Hauptbahnhof, aber ich verstehe die Frage nicht genau, was Sie meinen. Okay. Also natürlich bin ich nicht regelmäßig in Druckräumen, also okay. Das ist ja, natürlich bin ich das nicht. Okay. Ja, also. Das ist kein Problem. Und, ja. Ja, gut, und Sie haben ja immer von der Schule gesprochen und von der Toilette. Und was ist da für ein Problem in der Toilette? Bei den Schultoiletten? Ja. Naja, bei den Schultoiletten ist das Problem, dass sie zum Teil in einem furchtbaren Zustand sind und dass hier dringend Sanierungsarbeiten gemacht werden müssten. Es geht ja nicht nur um die Toiletten, es geht ja auch um die Klassenräume, wo teilweise der Putz von der Decke bröckelt, wo teilweise es durchregnet. Es geht Turnhallen, die gesperrt sind. Naja, und die Schultoiletten sind natürlich auch immer ein Thema. Aber das zeigt halt, was passiert, wenn man Investitionen, die dringend nötig sind, über Jahrzehnte hinweg verschleppt. Dann passiert das eben, dass dann auf einmal viele Schulen marode sind und vieles gleichzeitig gemacht werden muss. Okay. Ja, das klingt ja schlecht. Und ich habe auch letztes Mal Frau Weiland gefragt, ob sie jetzt mal direkt jetzt auch mal auf dem Toilette gesessen hat und da hat gesagt, nee, habe ich nicht. Aber Sie haben auch ein paar Schüler besucht jetzt in der letzten Zeit. Ja, ich bin ja häufiger an Schulen bei okay. Podiumsdiskussionen und da gehe ich auch auf Toilette, natürlich. Also ich meine, es ist natürlich auch unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Schulen, gibt ja auch neuere Schulen, wo das Problem jetzt nicht ganz so groß ist. Also von daher ist das sicher unterschiedlich, aber wir haben schon an vielen Stellen und an vielen Schulen hier größte Probleme, ja. Okay. Ja, da haben Sie noch kleines Thema. Yes. Kleines Thema, was sagen wir denn? Also, vielleicht eine kleine Frage und es geht um immer diese Frankfurter, wie heißt es, grüne Soße und jeder will wissen, was da drin ist. Und viele Leute fragen das, dieses Thema. Da eigentlich keinen Sinn, dieser Frage.
was ist jetzt die Frage? Es geht um die grünen Soßen. Ja, und ich soll jetzt die Kräuter aufzählen, ja, oder was? Ja, ja. Das ist so ein bisschen eine blöde Frage, aber nur, was soll denn mal... Also Sie haben das... Okay, ja, ja, ich kann sie Ihnen jetzt, glaube ich, aufzählen, aber... Okay. Schnittlauch, Petersilie, Borretsch, Kabel, Kresse, Sauerampfer und Pimpinelle. Sie sind die Beste. Für die, weil die alle anderen haben nicht so viel Ahnung. Ja. Aber vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich drücke die Daumen für Sie und Dankeschön. Wir sehen uns vielleicht demnächst auch. Ja. Bis dann. Okay, tschüss. Danke. Tschüss.